Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 288. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du für jeden Einzelnen von uns eine persönliche Botschaft hast. Danke, dass du uns nachgehst und auch dann, wenn es uns schlecht geht oder wir ja große Sorgen haben, du zu uns sprichst und uns ermutigst und segnest. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein starkes Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 13. Die Frau von Manoach ist unfruchtbar und der Engel des Herrn erscheint ihr persönlich und gibt ihr die Verheißung, dass sie einen Sohn haben wird, der als Richter in Israel großes bewirken wird. Wir lesen in Vers 6. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes, sehr schrecklich, so dass ich ihn nicht fragte, woher komme und er hat mir seinen Namen nicht genannt. So wie Gideon damals auch den Engel des Herrn zunächst für einen Menschen hielt, für einen Mann Gottes, hat auch diese Frau den Eindruck, dass hier ein, ein Prophet, ein, ein Seher, ein Mann Gottes gekommen ist. Wie oft? ist Gott uns näher, als wir es wirklich verstehen und äh, wir gar nicht genau begreifen, wie nahe er uns wirklich gekommen ist. Und er sprach zu mir: "Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, so trinke nun weder Wein noch starkes Getränk und isst nichts unreines, denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes." Wir hatten in den Büchern Mose über den Nazirea gelesen in 4. Mose 6 zum Beispiel, ihr könnt es nochmal nachlesen. Dort sollten eigentlich Nazirea für einen bestimmten Zeitraum sich in einer besonderen Weise Gott weihen. Dieses Kind sollte also noch einmal besonders sein, indem es also sein ganzes Leben lang solch ein Nazirea sein würde. In mancher Hinsicht, in vielleicht auch ein Hinweis oder ganz bestimmt damit auch ein Typus eigentlich auf den einen, der kommen würde. Um das Volk zu retten, der von Mutterleib an das Heilige genannt worden ist, nämlich der Sohn Gottes. Da betete Manoah zu dem Herrn und sprach: Ach, mein Herr, lass doch den Mann Gottes, den du gesandt hast, wieder zu uns kommen, damit er uns lehrt, was wir mit dem Knaben tun sollen, tun müssen, der geboren werden soll. Manoah betet darum, dass er von Gott erfährt, wie er sein Kind richtig erziehen soll. Jeder von uns, der vielleicht Kinder hat, sollte sich dieses Gebet besonders zu eigen machen, dass Gott Weisheit schenkt für die Erziehung der Kinder, die in unserem Haus leben. Und Gott erhörte die Stimme Manoas und der Engel des Herrn kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Feld und ihr Mann Manor war nicht bei ihr. Gott erhörte das Gebet, so wie Manoah es Gebetet hätte, hätte er die ganze ähm, Wahrheit begriffen schon. Er hatte ja um den Mann Gottes gebetet. <laughs> Stattdessen sendet Gott den Engel, den er ja eigentlich gemeint hat. So erfüllt auch Gott uns oder hört Gott unsere Gebete so, wie sie wirklich gemeint sein müssten, auch wenn wir sie manchmal falsch formulieren. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir kam. Und Manoach machte sich auf und ging seiner Frau nach, und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach, ja, ich bin's. Und Manoach sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten und was soll er tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoach, von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts unreines essen und alles was ich ihr geboten habe, soll sie halten nur fragt nach der Erziehung nach den Prinzipien für die Erziehung des Kindes und der Engel des Herrn sagt was die Mutter tun soll welche Lebensstilentscheidung sie treffen soll um deutlich zu machen die Erziehung des Kindes das sind nicht nur bestimmte Regeln die das Kind einhalten soll sondern sie besteht auch in dem Leben und in den Entscheidungen der Eltern, ganz besonders auch der Mutter. Und Manoach sprach zu dem Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten, so wie Gideon auch schon ein Ziegenböcklein zubereitet hatte. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoach wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Ihr könnt in Jesaja 9 einen Vers finden, in dem genau dies der Name Jesu ist. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Der nahm Manoach, das Ziegenböcklein und das Speisopfer, und opferte es dem Herrn auf dem Felsen, und er tat ein Wunder. Manoach aber und seine Frauen Frau, und seine Frau Erziehung, sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Eine Geschichte, die uns ganz. Erinnert, ziemlich erinnert an die Geschichte von Gideon, wo auch ein Ziegenböckchen zubereitet worden ist, wo auch Feuer aus dem Felsen kommt, wo auch der Engel des Herrn erst nicht erkannt wird, große Verheißung gibt und dann verschwindet. Und so wie bei Gideon ist auch jetzt die Reaktion von Manoach und seiner Frau. Der Engel des Herrn erschien, aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Auch Gideon hatte gesagt: Wehe. Jesaja hatte erkannt, oder hat erkannt, in Jesaja 6, ihr könnt die Stelle selbst finden, dass er ein sündiger Mensch ist. Wenn wir uns bewusst machen, wie nahe Gott uns ist, dann erkennen wir, wie sündig wir sind. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch wieder weder dies alles gezeigt noch uns jetzt so etwas hören lassen. Die Tatsache, dass Gott uns segnet, dass er unsere Gebete erhört, dass er uns seine Botschaft sendet, beweist, und lass uns das gut durchdenken, dass er nichts Böses mit uns vorhat. Dass er unsere Gebete erhört, beweist, dass er das Beste für uns will. Dass er uns segnet, zeigt, dass er nicht unseren Schaden will sondern dass es uns gut geht. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du erlebt hast, dass Gott deine Gebete hört hat, wenn du erlebt hast, dass Gott dich segnet, dann wisse, er tut das nicht, um, um dich danach zu verderben und zu vernichten. Er tut das, weil er dich und mich lieb hat und uns segnen möchte. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lagerdans zwischen Sorea und Estherol. Und Simson ging nach Timnat hinab. Und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wie oft erkennen wir nicht, dass du uns so nahe bist im Alltag? Und dass die Worte, die wir hören, tatsächlich. Deine Worte sind, die Worte, die wir lesen, deine Worte sind, dass du direkt zu uns sprichst und uns mit reichen Segnungen glücklich machen möchtest. Herr, vergib uns, wenn wir zu oft gedacht haben, dass du uns schaden möchtest. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Lass uns erkennen, dass alles, was du tust, auch wenn wir es nicht immer verstehen, nur dazu da ist, dass es uns besser geht und gut geht. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.